Wäre es nicht cool, wenn du mit nur einem einzigen Knopf ein Instrument oder eine Stimme im Mix akustisch nach vorne oder nach hinten schieben könntest? Tiefenstaffelung to go quasi? Wie das geht, verrate ich dir in diesem Video. Und wie das klingt, das hörst du jetzt schon mal. Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn du, wie ich, auch deinen Mix gerne mal dadurch abwechslungsreicher gestaltest, dass du ein Instrument oder eine Stimme mal akustisch weiter nach vorne oder nach hinten platzierst im Mix, dann wäre es doch klasse, wenn das ganz ohne großen Aufwand und ganz einfach mit nur einem Knopf ginge. Geht's ja auch. Habe ich dir ja gerade schon gezeigt und ich habe dafür tatsächlich nur einen einzigen Regler bewegt, den ich aber vorher ein kleines bisschen gepimpt habe. Voraussetzung für den Trick ist erstmal, dass du dir einen ganz klassischen Bus anlegst mit einem Hall deiner Wahl und dann das Instrument oder die Stimme, je nachdem, was du da hinschicken möchtest, einfach per Send auf diesen Bus schickst. Das allein reicht aber natürlich noch nicht aus, denn es fehlt ja noch die Spezialzutat. Gemeint ist ein Pre-Fader-Send. Normalerweise steht der Send für einen Bus auf Post-Fader. Das Signal wird also hinter dem Fader abgegriffen und an den Bus geschickt. Schiebst du den Lautstärkeregler zum Beispiel von deinen Vocals jetzt nach unten, dann wird die Stimme nicht nur leiser, sondern es wird auch weniger davon zum Hall geschickt. Und hier kommt jetzt der Trick ins Spiel. Wenn du den Send von Post auf Pre umstellst, das Signal also vor dem Lautstärkeregler abgegriffen und zum Bus geschickt wird, dann bleibt der Hallanteil immer gleich. Ziehst du den Fader dann runter, wird die Stimme zwar leiser, aber der Hallanteil bleibt gleich. Und es klingt so, als wenn der Sänger oder die Sängerin in dem Moment nach hinten gehen würde, wo einfach mehr Hall und weniger Direktsignal ist. Schiebst du den Fader dann wieder nach oben, also hoch, kommt Sänger oder Sängerin automatisch wieder nach vorne. Wie es geht, weißt du jetzt also, aber welches genaue Prinzip dahinter steckt und noch viel, viel mehr zum Thema Tiefenstaffelung, das verrate ich dir hier. Da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder oder in einem anderen Video im Recording-Blog. Bis dahin, mach's auf jeden Fall gut, bis die Tage und Yassou.